So, hallo, neue Aufnahmesession. Es geht weiter in Schattenfan. Es gab ja jetzt die beiden schönen Sonderfolgen über das Osirium-Event. Das haben wir jetzt soweit gemacht. Und wir machen in Schattenfan weiter. Ich gebe jetzt einmal dieses Quest, die wir beim letzten Mal, ich kann mich nicht erinnern, da ist so viel zwischendrin passiert, die wir beim letzten Mal gemacht haben, gebe ich jetzt mal ab. Das ist unser Startpunkt. Und dann schauen wir mal, was in Orsinium, hör mal auf, in Schattenfan sonst noch fehlt. Dafür müssen wir erstmal natürlich hier ein bisschen, okay, oh, die sind stärker als gedacht, oder? Ich habe irgendwas falsch eingestellt. Ich habe aber sowieso das Gefühl irgendwie, dass seit dem Update, und es gab ein großes Update, Scalebreaker kam raus. Das sind jetzt zwei Dungeons, die können wir im Let's Play schlecht machen, weil ich müsste mit Randoms spielen oder mir Leute einladen, aber die Kontakte habe ich momentan einfach nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass seitdem der Kampf ein bisschen schwerer geworden ist, was ich super finde fürs Let's Play, was ich schlecht finde, weil ich irgendwann, und ich bin ganz furchtbar mal wieder gescheitert, die Malstrom-Arena im Veteranen schaffen will. Mein Bild ist dafür super. Meine Fähigkeiten sind dafür nicht super. So, nochmal zur Erklärung, warum sieht das hier in der Kamera so komisch aus? Ich hatte keine Lust auf Greenscreen und keine Lust auf Aufräumen und sonst irgendwas. Was aufgeräumt ist es eigentlich? Ja, da liegt so ein bisschen noch ein Stuhl im Hintergrund mit dem Pulli drauf, mein Daleks-Poster. Das da hinten ist einfach von meinem Greenscreen-Stoff einfach über die Stange gelegt, der hängt jetzt so runter. Deswegen ist es so ein seltsamer Übergang. Genau, so. Jetzt aber weiter. Wir geben die Quest ab. Und schauen dann, wie weit es geht. Da, hallo. Diese Piraten graben und so. Ah, nee, es geht noch weiter. Das können wir ausnutzen. Seid ihr Barwin? Euer Partner schaut unter Stein, hat mich ja geschickt. Ah, es ist noch mitten in der Quest. Gut, wir geben sie nicht ab. Wurde aber auch Zeit, dass ihr jemanden zum Helfen findet. Ja, da bin ich. Froh, dass ihr hier seid. Wir sind auf der Suche nach uralten argonischen Relikten durch ganz Schwarzmarsch gereist. Wir hatten endlich eine handfeste Spur. Nur um dann vor uns Piraten mit einer Schatzkarte zu entdecken. Wenn sie eine Karte haben, werden sie den Schatz auch finden. Vielleicht nicht. Diese Karte ist ein Steinrätsel in drei Teilen. Ja. Wenn ihr ein Teil findet, findet dieser das nächste. Die Piraten wissen nicht, was sie da haben, aber mein Partner schaut unter Steine, weiß es. Bringt diese Teile zu uns an die Xanmeer. Dann sind wir so gut wie drin und ihr kriegt einen Anteil. Dann erzählen wir mal über die Relikte. Ich weiß nicht so viel darüber, wie schaut unter Steine. Aber schaut euch doch einfach nur diese Ruinen hier an. Ja. Die Argonier nennen sie Xanmeere. Richtig. Die Ruinen der Echsen sind alt. Sehr alt. Alles aus dieser Zeit muss kostbar sein. Ich meine natürlich bedeutsam. Das war jetzt sehr geschickt. Gerade noch mal die Kurve gekriegt. Ich habe auch keinen Verdacht geschöpft. So. Und jetzt wird es schwierig, weil wir müssen suchen und haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo es sein könnte. Hahaha. Ganz ehrlich, das ging doch immer schneller, oder? Mein Buff-Food hab ich. Ah ja, gut, die entziehenden Schläge haben gefehlt, gut. Rotation müssen wir üben. So. Folgt mir. Mach ich. Ach, guck mal hier, war gar nicht so schwer. Oh, zack. Folgt mir. Ja. Okay, danke. Komm, lass mich doch mal in Ruhe. Wie umgehen? Ja, du kannst mich mal umgehen. Ja, die am besten hinten rum. Danke. Und da ist der dritte. Folgt mir. Mach ich.
Ja. Ja. Ey, hör auf. Nein, hör auf. Was? Ist ja so. Komm, Leute, bitte. Was ist denn mit euch? So, ihr Fernkämpfer, ihr geht mir auf den Sack. So. Gibt's mal auf die Fresse. Folgt mir. Zur Flanke! Nein. Ja, da ist er. Oh, ja, Entschuldigung, ich mach ja. Ja, ist ja gut. Okay, danke. So, jetzt aber. Hervorragend. Mhm. Ihr habt alle drei Rätselsteine gefunden und gelernt, wie man sie verwendet. Barwin und ich sind an den Piraten vorbeigeschlüpft, als ihr euch durch das Lager gekämpft habt. Und was machen wir jetzt? Der Hist hat uns hergeführt. Vielleicht haben die Steine auch nach mir gesucht, weil ich weiß, wie man sie verwendet. Gebt sie mir. Ich löse ihr Rätsel. Ich weiß es. Die Relikte müssen ganz in der Nähe sein. Okay, da. Genau wie ich es mir dachte. Wenn man sie zusammensetzt, ergeben die Steine einen neuen Gegenstand, einen Hist-Schlüssel. Hist-Schlüssel. Barwin hat etwas gefunden, was nach einem Eingang in die Ruinen dort unten aussieht. Aber es ist magisch versiegelt. Magisch versiegelt. Ich denke, das wird ihn öffnen. Oh. Und was finden wir dahinter? Uralte Relikte. Doch wisse dies. Die Schöpfungen meiner Ahnen sind keine Spielzeuge. Viele besitzen Aspekte des Hists, die schon damals sehr gefährlich waren. Ich danke euch für das, was ihr bisher getan habt. Doch die Gefahr ist noch nicht vorüber. Okay. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Danke. Bringt den Hist-Schlüssel zu Barwin am Eingang der Ruinen. Er ist jetzt dort und versucht, die Tür zu öffnen. Aber das kann er nicht ohne den Hist-Schlüssel. Aber das ist wahrscheinlich auch gut so. Wieso gut? Die Artefakte dort unten sind gefährlich. Ich muss mir seine Notizen anschauen und nachsehen, ob ich mir zusammenreimen kann, womit wir es hier zu tun haben. Sagt Barwin, dass er warten soll. Oder wir könnten große Schwierigkeiten bekommen. Okay, mache ich alles. Super. So, jetzt gucken wir aber ganz schnell mal nach. Nein, doch, Errungenschaften. Und zwar, Schattenfan, gehört das zu uns, zu der... Quests. Ebenerzpakt, oder? Nein, offene Ziele. Ödfeld, Schattenfell. Ah, Schattenfan, genau. Ja, es ist noch ein bisschen was, ne? 5 Quests schaffen wir wahrscheinlich heute. Oh, da müssen wir noch was machen, aber das ist wahrscheinlich, nein, das wollten wir nicht. Ja, so, dann gehen wir doch mal hier runter. La 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 la. Ah, da ist die magische Versiegelung. Hallo. Verdammt, warum kann ich sie nicht aufbrechen? Ich möchte diese Frage nicht stellen. Aber egal. Ist das der Weg nach drinnen? Weiß ich ja gar nicht. Ich glaube schon, aber er ist magisch versiegelt. Oh. Meine Werkzeuge sind nutzlos. Oh. Was auch immer da drin ist, muss sehr kostbar sein. Schaut. Und sehr bedeutsam. Oh. Ja. Schaut unter Steine hat mir das hier gegeben. Das kommt mir bekannt vor. Schaut hatte etwas Ähnliches in eines seiner Tagebücher gezeichnet. Was ist es? Das ist ein Hist-Schlüssel. Er hat ihn gemacht, indem er die 3 Rätselsteine zusammengefügt hat. Selbstverständlich. Ich erinnere mich an einige der Notizen der alten Echse. Dieser Schlüssel wird uns nicht nur in die Xanmeer lassen. Sobald wir drin sind, wird er uns auch vor den Fallen und den Wächtern der Xanmeer schützen. Wir können nicht länger warten. Wir müssen auf schautende Steine warten. Er wird bald bei uns sein. Ich werde drinnen warten. Ich werde nicht hierbleiben, um mich von den Renrija erwischen zu lassen. Wenn ihr schlau seid, folgt ihr mir. Schaut unter Steine, holt uns schon ein. Also, du bist so gut wie tot.
Ich kann nicht länger warten. Ich gehe jetzt rein. Wartet. Geht da nicht hinein. Halt! Wartet! Halt! Große Gefahr droht! Wieso? Meine Notizen. Dieser Schlüssel. Ich habe herausgefunden, was unter der Xanmeer begraben ist. Und es muss begraben bleiben. Oder von mir besiegt werden. Barwin ist reingegangen? Wir müssen ihn warnen. Wollt ihr die Relikte nicht? Nein! Nein! Oh nein! Wir müssen sie in der Xanmeer versiegelt lassen. Für unser aller Wohl. Wir müssen Barwin aufhalten, bevor er die Giftzähne von Sitis erreicht. Was sind die Giftzähne von Sitis? Ist also Sitis ist der Gott des Todes und dem huldigen wir ja. Na? Also was ist es? Eine Geißel auf dem Rücken unseres Landes. In den Händen meiner Ahnen konnten die Giftzähne genutzt werden, um ganze Dörfer zu vernichten. Sie haben blühende Felder in Asche und feindliche Armeen in untote Schrecken verwandelt. Aber das ist noch nicht das Schlimmste. Jetzt kommt meine Frage, was könnte noch schlimmer sein? Ich glaube, sie sind einfach pink. Und das ist schlimmer als Tod und Verderben. Nicht meine echte Meinung, ist aber gerade doof genug, ne? So. Man sagt, dass man sich durch das Führen der Fänge in Sitis Hände übergibt. Nicht ich, alles, was man ist und alles, was man sein könnte, vertraut man der großen Leere an. Ja. Wisst ihr, die Fänge verschlingen die Seele ihres Trägers. Sie verleihen einem große Macht, aber sie nehmen einem auch alles, was einen zu dem macht, der man ist. Und wie können wir ihn jetzt aufhalten? Seid vor ihm bei den Giftzähnen. Aber das wird nicht leicht werden. Die Ruinen sind voller Fallen und Wachen. Und Barwin hat einen gewaltigen Vorsprung. Der Hist-Schlüssel wird es ihm erlauben, die meisten dieser Gefahren zu umgehen. Ich fürchte, ich kann nicht mitkommen. Ich bin nicht stark genug. Aber über Barwins gewaltigen Vorsprung wollte ich gar nichts hören. Könnt ihr irgendwie anders helfen? Vielleicht. Ja. Meine Ahnen haben die Fallen so konstruiert, dass ihre Nachkommen sie umgehen können. Wenn ihr auf eine Falle trefft, sollte die Lösung irgendwo ganz in der Nähe sein. Oh ja. Abgesehen Super. Vom Hist-Schlüssel gibt es bedauerlicherweise keinen Schutz vor den Wächtern. Ja komm, legen wir los. Juhu! Aha, die Sonnenschuppenruinen. Immer noch besser als die Schuppenruferin, gell? Na? Na, Ladescreen, wie sieht's aus? Bist du schnell? Ja, bist du schnell? Na, ja, du bist schnell. Das ist ein feiner Ladescreen. So, wie immer müssen wir uns natürlich nicht beeilen. Das da dürfte schon eine Falle sein. Nein. Ich höre den Giftzahn. Er ruft nach mir. Ist das so? Oh. Das ist schon schlecht. Na, lass mal sein. Rot. Und das Gift? Das Gift müssten wir irgendwo ausstellen können, würde ich sagen. Na, hier zum Beispiel. Oh, das war falsch. Ne, das war gut, oder? Ah ne, das war... Was ist da noch? Fässer? Oh, das wird wirklich ein bisschen heftig. Ich brauche keine Feuerhelles Herz selber. Das ist aber noch nichts mehr Mist. Das war einfach falsch. Weil ich es nicht gerafft habe. Kommen wir jetzt da trotzdem durch oder sterben wir? Oh. Oh. Immer noch Gift? Hallo.
Okay. Aha, nein. Bleib. Okay. Naturbalsam. Kaltnebelsalbe, die nehmen wir, weil das sieht nach Kaltnebel aus. Ich verstehe es jetzt ja. Tradala. Nee, das war's nicht. Oh oh. Ist aber schon wieder vorbei. Ja, du darfst ruhig. Ist okay. Jetzt. Okay. Ah, man muss immer das Naturbalsam. Jetzt brauchen wir die Kaltnebelsalbe. Ja, immer das Gegenteil. Okay. Richtig. Ah, Vorsicht, wir probieren noch einmal. Hui. Ah ja, komm. Ich verstehe es. So. Nein, bitte nicht! Er hat gelogen. Ihr wollt den Giftzahn. Ja. Na, stirbst du? Danke. Der Giftzahn ist in meinen Verstand gekrochen. Richtig. Was habe ich getan? Ich kann ihn nicht davon abhalten, an meinen Gedanken zu nagen. Ja, her damit. Helft mir. Was werdet ihr damit machen? Er nagt an meinem Verstand. Wenn ich ihn euch gebe, werde ich verrückt. Ich würde sterben. Mhm. Gib die Giftzähne und ich bringe dich nicht um. Ihr nehmt ihn. Es gab nur einen. Ich schwöre es, ich weiß nicht, wo der andere Giftzahn ist. Dieses Ding hat sich in meinen Verstand gebohrt. Ich möchte es nie wiedersehen. Niemals! Ich mach. Oh, gut. So, verlasst die Schuppenruferinnenhöhle. Haben wir nicht noch irgendwas Wertvolles hier? Irgendwas Schönes, Nettes? Ah, ja gut, Barwin. Mhm. Der ist nicht nett, der ist nicht schön. Aber dafür haben wir hier ein ganz normales, nicht versiegeltes Tor. Achso. Jetzt gucke ich mal, wie das aussieht, ob wir da reinkommen. Schon, wäre schon ein bisschen seltsam, wenn es einfach so ein Tor wäre, ne? Ah, die Nase. Ich habe immer so ein paar, alle paar Monate, wenn ihr mir länger schon folgt, habt ihr da, wisst ihr das, Probleme mit der Nase, die wird dann immer rot und so. Und ich bin nicht Trinker und nehme auch keine Drogen und habe auch keine schweren Krankheiten oder gar keine. Aber, ja, das ist halt eben ab und zu mal so. So, aber es ist gerade schon wieder ein Besserwerden. Man sieht es ein bisschen, also keine Sorgen machen, alles gut. Ihr seid zurück. Habt ihr Barwin aufgehalten? Und die Giftzähne? Habt ihr die Giftzähne von Sitis bekommen? Der Giftzahn, den Barwin an sich nahm, hatte eine starke Wirkung auf ihn, hat ihn überlebt, gerade so. Gebt mir den Giftzahn. Ich habe eine besondere Kassette, die mich vor seiner Magie bewahren wird. Was Barwin zugestoßen ist, muss niemand anderem passieren. Oh oh. Das arme Schwein. Ich bin froh, dass er überlebt hat. Schwein. Aber er hatte nur einen Giftzahn von Sitis. Es hätte zwei geben sollen. Das mag ich beim PewDiePie ganz gern. Ich gucke den nicht oft, aber wenn, ist es schon amüsant. Die Piraten müssen in die Ruinen gelangt sein. Oh, oh. Diese Tür zu der Xandia ist nicht versiegelt. Ich könnte wetten, dass der Tumult, den ich auf dem Piratenschiff gehört habe, durch den fehlenden Giftzahn ausgelöst wurde. Ja, sehr schön, es geht tatsächlich weiter. Es wird mich nicht überraschen, wenn er auf die gleiche, wenn er auf sie die gleiche Wirkung zeigt wie auf Barwin. Jawohl, so geht an Bord des Piratenschiffes. Vorher gehen wir noch an Bord dieses Platinflöts. Ja. Ja, nimm's. Danke. Kisten leer. Ja klar, da war ich ja schon wahr. Was ist da noch? Ne, da gehen wir nicht rein, weil es ist tatsächlich... Ah ne, es geht.
nicht. Gut. Es geht einfach nicht. Aber das Piratenschiff ist dort. Und dann gucken wir doch mal, dass wir da noch ein bisschen Tumult machen. Das machen wir. Direkt. Entzünde! Ah, entzündet es, genau. Das machen wir direkt in der nächsten Pause. Nach der kurzen Pause, also in der nächsten Folge, mein Gott.